Monreal, ein Dorf wie aus dem Bilderbuch. So zauberhaft, dass man denken könnte, man betrete ein Museumsdorf. Besucher können sich dem Reiz des mittelalterlichen Dörfchens mit seinen romantischen Winkeln und seiner malerischen Lage im engen Elztal, anmutig überragt von den Ruinen der Löwenburg und der Philipsburg, nur schwer entziehen. Aber so wunderschön das kleine Örtchen auch ist, solange man hier noch rumlaufen möchte. Irgendwann kann man sich dem magischen Blick der beiden hoch über dem Dorf thronenden Burgen nicht mehr entziehen. Man hört sie förmlich rufen, kommt rauf, kommt rauf, immer wieder, immer wieder. Wehe dem, der seine Ohren jetzt nicht verstopft hat. Zu spät. Und da ist sie auch schon, die Philipsburg. Etwas traurig dreinschauend, als wüsste sie, dass sie nur ein Rastplatz für den erschöpften Wanderer ist. Aber verdient hat die Burg das eigentlich nicht. Denn welche Burg kann schon von sich aus behaupten, dass es zwei unterschiedliche Thesen zu ihrer Bebauung gibt? Die einen sagen, sie wurde nur als Vor- bzw. Außenwerk der etwas höher liegenden Löwenburg errichtet. Einfach so. Die anderen sagen, der Bruder des Grafen von Wirneburg hätte die Burg errichtet, weil der Graf selbst die höher gelegene Löwenburg unerlaubterweise auf dem Boden des Bruders gebaut hätte. Ein Bruderzwist also. Aber wir wollen uns ja hier nicht in die Familienangelegenheiten der Philipps und der Hermanns einmischen. Also marschieren wir einfach weiter. Einen kleinen Pfad bergauf zur Löwenburg. Christian, was meinst du? Alles gut? Alles gut. Schaffst du den Aufstieg? Werden wir gleich sehen. Ich glaube, da oben. Der Pfad führt uns direkt bis an die Tür des historischen Bergfrieds. Die Forscher nennen so den höchsten Turm einer Burg. Er diente vor allem als Ausguck. Von der Wehrplattform aus konnten das Umfeld und das Umland der Burg bestens beobachtet und heranrückende Feinde früh entdeckt werden. Heute sind von der Löwenburg noch große Teile erhalten, die einen guten Eindruck davon geben, wie stattlich das einstige Erscheinungsbild der Burg wohl gewesen sein muss. Thank you.
Ach ja, bevor ich es vergesse. Irgendwann haben die beiden Brüder auch wieder miteinander Frieden geschlossen. Hat aber nicht viel genutzt. Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Genau, die Franzosen. Und immer wieder grüßt das Murmeltier.